Kriegt mit den E-Mails. Oh Leute, lasst mich da einfach mal in Ruhe. Da hört ihr es. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play American Truck Simulator. Heute wieder mit einer kleinen Runde dabei. Ich zeige euch gleich, wie man einen Konvoi erstellt. Das ist ein kleines How-To am Anfang dieser Folge. Als kostenloser Service, ihr versteht schon. Erik bekommt E-Mails geschickt, das findet er scheiße. Kann ich verstehen. Sei froh, dass es nur E-Mails sind und keine Rechnungen. Wenn du Rechnungen geschickt kriegst, findest du es noch beschissener. Es ist belastend. So. Also, how to make a convoy. Wir klicken auf Convoys. Bitte beachte, dass sich das Spielerlebnis während des Online-Spiels ändern kann. Elterliche Aufsicht ist empfohlen. Aha. Gell, Jan? Was? Nix. Spaß. Alles gut. Was soll das denn jetzt heißen? Wenn du online bist, sei bitte freundlich und respektvoll zu deinen Trucker-Kollegen, damit das Erlebnis für alle angenehm und optimal ist. Ja, würde dieser Disclaimer Nee. auch mal bei, Eigentlich immer. würde dieser Disclaimer auch mal bei Truckers MP stehen. Anyway. Convoy hosten. Sitzungsname tla.tv. Passwort ist, glaube ich, genau. Verkehr aktivieren. Schaden zwischen Spielern aktivieren. Andere Spielern können. Nö, das lassen wir alle drin. Kollisionsmenüs aktivieren. Sonst wird es langweilig. Und Geschwindigkeitsbegrenzer bestätigen. So. Es gibt jetzt einen Konvoi. Ich denn? Hä? In der Stadt mit der roten Brücke. Rotz. San Francisco? Ja. Ah, Geogesser in der Stille Post-Edition. Weltkarte. Entschuldigung. So, Medford. So. San Francisco. Oh, das ist ja gar nicht mal so weit weg. Kannst ja schnell reisen, Hi. Erik. Also, das war das Passwort nochmal. Lotti, kleingeschrieben müsste es sein. Ich hoffe, es stimmt, Tatsache. Oha, Ja, ich ich weiß. kann mich an etwas erinnern, was ich vor Monaten erstellt habe. Prost. Hier ist übrigens wieder Eiskaffee drin, also nicht, dass ihr euch wundert. Ja, es ist eine Kanne, aber ganz einfach, warum trinke ich aus Kannen? Weil in Tassen so wenig reinpasst. Und widersprecht mir, es hat einen Henkel und es ist ein Trinkgefäß, also kann man auch draus trinken wie aus einer Tasse. Was soll denn das? Könntest jetzt auch einen Pappstrohhalm holen. Kann ich über den Eimer aussagen, der hat auch meistens einen Henkel. Richtig. Und die haben meistens 10 Liter Bringt der Erich schon wieder Fassbude. Sangria? Nein! Dieses Mal ist es Wodka. Nein! Diesmal steht hier, nee, diesmal steht hier neben mir Apfelschorle von ja! Nein! Doch, Oh! vielleicht. Ah! Ja, nee, Mann. Jesus. Ja, nee, ist nicht dein Ernst. Okay, wir sollten diesem Giftgespam in der Main Area mal ein Ende bereiten. Wer schickt denn hier schon wieder so viele GIFs, Alter? Ich klatsche ihn gleich höchstpersönlich vom Fenster. Sehr schön. Ich glaube, Never give you up. ich. Raus. Oh Gott, Alter, raus hier, Tobi. Ach du Scheiße. So, der Jan ist da am Truckstop, beziehungsweise fährt gerade Auf dich zu. auf uns zu. Warte, 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 warte. Wo sind wir? Medford, ne? Yes. Oh Gott, mich da rotzt wieder 774 Dollar. Ich meine, wir könnten uns ja halt auch irgendwo in der Mitte treffen, quasi Nee, so. da muss ich hier hochfahren und ihr müsst runterfahren, je nachdem, wo wir hinwollen. Ja, und weiter? Ich meine, wir könnten uns ja in Reading treffen und von da aus weiterfahren, so als Nee, Vorschlag. jetzt habe ich mich hier teleportiert und gut ist. Sowas aber auch. Mensch. Welchen LKW fahren wir? Ich hätte gesagt, wir fahren Volvo und nehmen uns den Kühlerflieger. Damit sind wir am flexibelsten. So, das hier jetzt nutzen. Ja. Yeah. Ein Auflieger, brauchst du noch. Ja. Was nehme ich denn da am besten? Ich sag's mal so, Tobi, dieses Never gonna give you up, das ist eigentlich was für Sven. Das müssen wir irgendwie Sven zukommen lassen. Ich finde den, also der Witz ist schlecht, ja, machen wir uns da nichts vor, aber irgendwie finde ich ihn auch gleichzeitig wieder brillant. So, Hä? fahren.
Ich bin heute nur Beifahrer, by the way. Oh, okay. Sowas. Hä? Genau, Erich. Sitzt bei dir im LKW. Hä? Er fährt heute nicht selbst mit. Obwohl ich ihn eigentlich gefragt hatte, ob er mitfahren möchte, und er hat vorgestern noch gesagt, ja, möchte er. Hä? Ja, warum steht denn das Scheißding? Ich fahr ja quasi mit. Wow. Was macht denn das Scheißding in Eugene? Ich wollte es nach Medford bringen. Erik, leicht am Ausrasten. Bringt leicht. Bringt etwa der Eugene sein Medford? Oh, jetzt lass den Scheiß Eugene als sein Medford hier. Ich hoffe, vielleicht das Medford. Ich hoffe, du hast dein Med bei der Fahrt dabei, Erich. Klatsch dir jetzt die Mann! Wer ist denn? Aber danken hier! Jan blockiert der Ausfahrt! Rinti! Ach gut, dass Erich wieder dabei ist. Ach ja, das haben wir ja alle vermisst. Was ist das denn jetzt hier? Jan, piss jetzt, dich! Der blockiert hier! Jetzt mach eine Blocke, du... Ah. Ich sag's mal so, ich bin ja Konvoi-Administrator, es ist ja ein leichtes, ihn wieder rauszuschmeißen, so ist es ja nicht. Stimmt, mach einfach Rechtsklick Alt F4 oder was weiß ich. Rechtsklick Alt. Dann so Klick speichern und schließen, dann so Klick Makro, hier, blub. Also das letzte Mal, als ich mit Erik gespielt habe, hatten wir danach 16-minütiges Video, Erik am Ragen. Das war ein Highlight des Streams, ja, vielleicht kriegen wir das heute schon nochmal hin. Ja, wenn du mir jetzt den... Jan und ich haben was Quadratisches, mit was kommt Lonnie? Mit was Eckigem, nee, mit was Abgerundeten. So, na? Also. Externer Frachtmarkt, nehmen wir doch von hier aus irgendwas. Was haben hier ist die Straße. Ich stehe auf der... Ja, ich weiß. Lass dich mal Warnblinker an, du stehst da einfach nur rum, das ist nicht legal. Zufrieden? Wo sollen wir denn hinfahren? Ja, das bin ich doch gerade am gucken. Ich musste nur kurz meine Warnblinkanlage einschalten. Ich sag's mal so, Jan, was hast du denn an Ländereien, wo du hinfahren kannst? Ich bin ja schon mal überrascht, dass du Oregon hast. Okay, ich habe Washington, Oregon, Kalifornien, Nevada, Utah, Arizona und New Mexico. Alles klar, also kein Idaho, kein Wyoming und kein Colorado. Das kann man sich merken, aber das ist gut. Das ist korrekt. Ja, dann suchen wir uns doch irgendwie... Also du hast Washington, sagst du. Gut, dann könnten wir quasi auch hochfahren. Wer pinkt mich denn jetzt schon wieder? Da noch ein Ghost pinkt. Tobi, ich klatsch dich. Oh, die sind alle sogar so weit. Wie weit? Ja, Washington ist ein Stück. Nein, die Aufträge, die ich habe, das ist ja... Also Washington, das ist ja noch... Also nee, ich habe hier so Sachen wie New Mexico oder sowas... Ja, Las Cruces, 1443 Meilen, 27 Stunden Fahrzeit. Erich. Ich will ja nur sagen, ich hab dich ein bisschen gerickrollt. Hab ich gesehen. Ah, hier. Das finde ich schick. Ich wurde von der Sitzung getrennt, warum das denn? Dein Internet hat zugeschlagen. Wahrscheinlich. Auftrag ausführen. Ja. Altverpackungen nach Venacci. Und das Schöne ist ja für euch, ihr könnt ja den gleichen Auftrag annehmen, wenn ihr im Convoy-Browser in der Auftragsübersicht auf Convoy klickt und dann geht ihr zu dem Job, den ich quasi habe. Ansehen, den gleichen Job annehmen. Genau. Auftrag annehmen. Funktioniert übrigens auch, wenn du keinen eigenen Auflieger hast. Ah, ne, da bekomme ich so einen komischen Schubladenauflieger. Bäh. Und dann auch Spread Axel. Übrigens, ich möchte nochmal ganz kurz sagen, ne, die Leute von Hardwood,
Das sind schon irgendwelche Arschlöcher, also so grenzdebile Vollspasten. Warum bauen sie eine Einfahrt und stellen dann da Garagen hin, sodass man da eben nicht reinfahren kann? Was soll denn das? Wo geht's nicht rein? Hier. Aber was ist denn das hier für Bums? Warum muss ich denn jetzt wieder unten fahren? Ja, das meine ich mit diesem. Da, diese Garagen. Was haben die da verloren? Nix. Das ist, glaube ich, nicht mit der Garage. Das ist einfach bloß ein Einfahrtstor oder so. Nee, das sind Garagen. Das sind so Hausgaragen. So, ach, wie du es halt von zu Hause kennst. Oh, natürlich in der letzte Ecke. Wo muss ich denn hin? Nee, das nicht. Hä, wo geht's denn hier rum? Ach ja, Gottes, was ist das denn hier, Leute? Also, wirst du auch immer mal hier in die Garagen parken will. Bei dem Zaun, viel Glück. Oh Gottes. Warte. Ja, hier wischen wahrscheinlich, oder? In unserer Anhänger in derselben Box? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Ich muss auf jeden Fall dahin, wo Lotti gerade einparkt. Weil meiner steht in der Mitte. Ah, ja, dann schnappen die doch schon mal. Ja, ich wollte nicht so nah an LKW fahren. Stimmt, weil wir haben ja keine, wir ist ja kein kollisionsfreies Gebiet. Also, oder vielleicht doch, ich weiß nicht. Doch, sollte eigentlich. Aber ich will nichts riskieren, nicht bei dir. Richtig, das ist auch besser so. Klatsch. So, dann laden sie mal auf, die Kacke. Prost. Er ist weg. Erich. Ja. Warten Sie ganz kurz, bitte. Ja, ich stell mich da bloß mal, ich quetsche mich nur in die Ecke hier. Sehr gut. So, ich will nicht vorne fahren. Ja, jetzt müssen wir erstmal warten, bis Erik hier aufgeladen hat. Oh, hier ist ja ein Zaun, was soll denn das? Das sieht man, wenn ich Fehler mache. Ich will hinten fahren, so ist es schon mal. Klasse, dann fährt das Kamerafahrzeug vorne, das ist langweilig, Leute. Benedikt, dann fahr ich vorne. Benedikt fährt ganz hinten, weil er hat der Kamera dabei. Genau. Ich hab erst Benedikt ist der Kameramann. Jan, würdest du bitte warten? Ja, ich stell mich doch nur schon mal hier hin. Du kannst doch auf dem Firmengelände warten. Oh, okay. Jetzt fährt er nochmal extra zurück. Ich mach's. Dann schmeißen wir die Hütte hier an. 12 Stunden 22 muss ich Pause machen. Das ist okay, das passt. Oh, ich muss in 7 Stunden eine Pause machen. Das ist schlecht. 7 Stunden 52. Ich hab die Simulation ausgeschaltet. Ha! So. So, sie können los, T-Shirt. Herr Janemann. Ich wäre ready mit meiner Flüppelnase. Herr Janemann ist ready. Gut, dann sind wir das alle gar. Ja, klasse, ich habe auch jetzt vergessen rauszugucken. Lustig. Das ist eine Gurkerei hier rum, das ist ja ein Wahnsinn. Wer sich auch immer diese Konstruktion hier ausgedacht hat, gehört erschossen. Ja. Bei den Garagen, wer sich die Daten gedacht hat, gehört erst recht erschossen. Mit dem Garagentor zerteilt, sage ich dir. Da ist meine Firma. Ich finde die Firma hier an dieser Stelle übrigens sehr schnieke, ne? Muss ich mal so sagen. Das gefällt mir hier. Hier ist ruhig. Und so weiter und so fort. Und bedenkt immer, wir haben KI-Verkehr mit dabei. Grün, 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 gelb, 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 fuck! Da darfst du eh nach rechts abbiegen. Ich will es aber trotzdem. Achtung, rot. Ja, ich sehe es.
Ich habe über die Haltelinie drüber gefahren. Nein, ja, aber sowas von. Guckt euch das an. Ich bin sowas von nicht über die Haltelinie drüber gefahren. Geile Scheiße. Also, drüber gefahren bin ich auch nicht. Ich stehe drauf. Du stehst mit deiner Schnauze, stehst du drüber. Ja, aber nicht mit dem Reifen. Richtig. Also für eine Blitzerauslösung würde es nicht reichen. Ja. Sehr gut, es wurde verstanden, was zu tun ist. Bear Creek, aha. Das ist grün. Jetzt wird gelb. Vielleicht über die nächste kommen wir wahrscheinlich nicht drüber. Ne, müssen wir eh nicht. Wir müssen hier vorher rechts runter. So, und sobald wir auf der Autobahn sind, fangen wir dann mit dem Wochenrückblick an. Und gucken mal, was die letzten zwei Wochen so los war. Ich stelle mir die 55 Meilen pro Stunde ein. Ich auch. So, sehr schön. Prost. Wir machen jetzt ein Trinkspiel draus, und zwar immer wenn Erik sich aufregt, müssen wir einen trinken. Dann nehme ich einen Schluck Eiskaffee und ihr als Zuschauer wahlweise, also ein Getränk eurer Wahl. Sollte sich meine Rages nur auf Ingame beziehen oder auch was außerhalb des Spiels passiert? Das ist scheißegal. Alles klar. Wenn sich Erik aufregt, wird getrunken. Mal gucken, ob mein Getränk so lange reicht. Ist hier nirgendwo eine KI zu sehen, meine Güte. Hä? Doch, da kommt eine von hinten. Pass auf. Von hinten? Du wirst sie jetzt in deinem linken Außenspiegel sehen. Habe ich übrigens schon mal gesagt, sie haben es geschafft, Wetter zu synchronisieren. Ich glaube, die rechte Spur hört hier gleich auf. Ja? Ich glaube. Okay. Egal, ich fahr trotzdem rüber. Schmei, ist Kernlicht, dann ist mir da egal, ja. Ja, die rechte Spur hört hier vorne auf. Aber Mann! Prost! Ist das zum Kotzen hier? Er schiebt dein hässlichen Auto aus weg! Ich hab vor mir so einen komischen Jeep, der könnte sich eigentlich auch mal verpissen. Ah! Oh Mann! Dann halt so. Jetzt kannst du gucken, wie du stehen bleibst, du Spasti. Es zählt übrigens nur, wenn Erik sich aufregt, nicht wenn ich mich aufrege. Ganz wichtig. Er schreibt mir hier schon wieder über WhatsApp. Was ist, ach, kann mich mal einer hier in Ruhe lassen am Abend? Ist das mal. Prost! Ja, wenn ich jetzt über den Laptop greife und Handy hier wieder. Komm schon, komm her hier. Pass auf, gleich baut er einen Unfall auf der Kurvenstrecke. Ah! Sag ich doch! Und genau das. Ich muss bremsen! Und genau das ist. 30. Oder? Oh, lol. Alter. Mehr als ausbremsen ging jetzt echt nicht. Ach, du Scheiße. Ey, es war jetzt aber nicht meine Schuld.
Wo siehst du schon, diese komische Kackpratze von LKW, du unten steht auch schon wieder quer. Also, wer die Stream-Ansicht gerade gesehen hat, der weiß, es war knapp. Bei mir kommt jetzt die Stream-Ansicht. Ich bin sehr, sehr knapp an. Oh. Ich bin sehr knapp an Eriks flauschigem Arsch vorbeigerauscht. Hat aber gar nichts mehr gefehlt. Wenn du dagegen gedonnert wärst, wär's immerhin flauschig gewesen. Richtig, aber das. Naja, ich weiß nicht. Nee, ich mach die. Nee, ich sag das jetzt. Ich sag das jetzt nicht. Ich formuliere es harmlos, sodass die Leute, die Bescheid wissen, wissen, was gemeint ist, aber dass sich alle anderen fragen werden, was. Man muss es schon mögen, etwas in den Arsch zu bekommen. So rum. Oh, sweet Jesus. Oh, sweet Jesus. Ich will übrigens den Auflieger aus diesem, aus einem deiner Lieblingsgifts, dieses Jesus Christ da mit dem, ne, du weißt. Oh. Wär schon cool. Der Auflieger ist schon, ne? Ich könnte eigentlich nur mal den Tempomaten einstellen. 60 Meilen. Also, wenn du im Spiel dann an der Unfallstelle vorbeifährst mit dem Helmer, dem Anhänger. Jesus. Das wäre super. Jesus Christ. Ja, definitiv. Ey, mein Spiel läuft mal wieder flüssig. Das ist ehrlich, ja gut, hätte ich nur nichts gesagt. So, Jeep, was wird denn hier vorne? Nicht wahrscheinlich. Da hupt das schon. Wegestation, glaube ich, ne? Just a moment. Oh, nee, Waystation. Ah, doch, hier. Muss ja, raus? Jetzt bist du nicht da, schon wieder! Ey! Ich muss raus. Prost! Alter! Oh, natürlich, ich darf weiterfahren. Ich darf weiterfahren. Oh nee, ist also. Ja, okay. Warum dürft ihr weiterfahren und ich nicht? B, das der bremst jetzt B. Zufall. Ich geb Gas, ne? So, warte mal kurz. Wir sind hinter dir, also. Ne? Bypass Lane. Ja. Nee, wir machen es eigentlich tatsächlich sogar richtig, weil. Hier steht ja All Trucks Must Exit. Komm, fahr. Gib alles! Hol alles aus dem Koffer raus, was er kann! Ja, ich drück nur das Gaspedal, der Rest macht das Spiel. Ja, pedal to the metal, gib ihm, und zwar richtig, gib's ihm, dreckig. So wie der LKW das mag. Ich hol die Weite. Gleich mal mit 30 weiter. Ich bin vor dem anderen auf der Bahn. Der hat's übrigens falsch gemacht. Weil da steht ja All Trucks Must Exit, und wenn du einen Bypass kriegst, fährst du eigentlich normalerweise auf der Spur links von der Waage vorbei. So wie Erik und ich das gerade gemacht haben. Also, dass du komplett auf der Autobahn fährst, ist faktisch nicht richtig. Da müsste das Spiel auch mit dem KI-Verkehr nochmal nachbessern. Richtig durchpressen hier. Jan, was war das denn? Das war ein Schlenker. Ja, ich sehe es. Geht das hier bergauf? Ja, tut's. Oh, nee. Runterschalten und Gas geben, ganz wichtig. Jetzt sind wir oben, jetzt geht's wieder runter. Boah. Bei 55. Jetzt 60, mich verarschen. So Leute, dann erzählt doch mal, wie waren eure letzten zwei Wochen? Die erste Woche war ruhig, die zweite war auch ruhig. Groß und ganz ruhig. Das ist doch cool. Ha. Du hast noch Berufsschule, gell? Immer noch. Übernächste Woche. Machst du, aber ja, im Generellen habe ich noch. Machst du dieses Jahr dann Prüfung im Sommer? Oder ist noch nicht so weit? Nee, im Dezember habe ich Abschlussprüfung. So, was ist jetzt deine Mission hier? Ey. Ich finde jetzt 100 Pro in die Seite. Fahr! Ah, natürlich. Sag ich doch, er fährt mir eine Seite. Ha, Pech gehabt.
Im Dezember macht er Abschlussprüfung, sowas. Oh, was ist das hier jetzt? Jetzt fahr da mal! Jan? Der Gelbe hat mich halt ausgebremst. Wir müssen echt lang hier. Ich jetzt Spur wechseln? Nee, okay. Nee, geradeaus. Ach, jetzt gibst du wieder Gas, du Affe! Oh, du bist der Held der Nation hier! Benedikt, ich glaube, mit harten Sachen sollte man dieses Trinkspiel nicht machen. Wieso? Achso, Entschuldigung, Prost! Da ist man zu schnell betrunken. Mit Erik. Oder für Geburtstagsfeier machen. Ich sag's mal so, es wird wesentlich spannender, wenn du das mit hartem Alkohol machst, während du das Spiel spielst. Wobei, nee, wenn ich Erik dazu zwingen würde, dann würde er sich nicht so oft aufregen. Aber das ist schon lustig. So. Dieser Bus weiß auch nicht ganz, was er will, kann das sein? Ja, da kann er aber jetzt auch nicht einfach rüberscheren, weil ich hier jetzt vorbeifahre. Nee, hier sind ja auch 55, also entspann dich mal. So ein Scheißer. Bin auch viel zu schnell. Wo ist eigentlich der Jan abgeblieben? Ich ist bei der hinter euch. Ah. Ah, da kommt er angeblasen. Ich brauche mal 3,5 schneller als der Bus hier. So, ich fahr jetzt mal rüber, Kasuch. Ja, ja, alles gut. So, ich schließe jetzt wieder auf. Nee! Nee! Was? Nee! Oh! Prost! Ich will ja mal sagen, cheers, Leute. Ja, jetzt fährst du rüber! Ja, schön. Ah. Ich bin schon mal kreuzweise hier. Mann, ey. Das wird lustig. Ich freue mich. Wir haben noch 7 Stunden zu fahren, also, ne? Wir haben nicht mal die Hälfte geschafft. Auf dem Weg nach Washington. Herrlich. Ich bis 10, 20 Uhr noch laut schreien. Muss ich mich zurückhalten, dein Rotz. Ich muss in 4 Stunden eine Pause machen. Toll. Entschuldigung. Ui, toll. Ich hol mich da mit deinem scheiß Volvo. Komm. Ey. Weg. Sag nichts gegen mein LKW. Ich will da nicht dein LKW mit diesem PKW. Oder wie es ein typisch Deutscher sagen würde. Personenkraftwagen oder was auch immer. Personenkraftwagen. It's a car. It's a car. Une voiture. Personenkraftwagen. Gibt's auch dieses wunderbare hier mit Sex und so, ne? Sex. La Sex. The Sex. Geschlechtsverkehr. Siehst du, und selbst da, eigentlich müsste es ja, es heißt ja Geschlechtsverkehr, eigentlich müsste es auch dafür Regeln geben, weil für den Straßenverkehr gibt es ja auch Regeln. Mein Gott, Leute, Alter. Naja, es gibt ja auch Regeln. Jetzt bin ich gespannt, was du dazu beitragen kannst. Nee, wenn ey, Frauen also... Frauen haben ab und zu die Regel. So. Oh, ja. Mein Gott, Alter. Okay. Vielleicht hätte ich dieses Fass einfach nicht aufmachen sollen. Ich bereue es gerade selbst. Okay, dann machen wir das Fass nochmal zu. Ja. Man reiche mir den... Ich habe das Recht, dass das Party um Tobi eine zu steuern für den Spruch. Man reiche mir den Anti-Dosen-Öffner. Alles klar, Vorschlaghammer. Wie machst du mit dem Vorschlag? Kann man eine Dose wieder zu? Vorsprochen! Oder so wie ich es gerne sage, mach's putt, bevor's Eier legt. Mach's putt, bevor's Eier legt, ja. Meine Hand schwitzt. Ich hab wieder einen halben Bodensee auf meiner Maus. Pass auf, gleich hat er Aquaplaning auf dem Mauspad. Oh mein Gott, ich hab kein Mauspad. Verdammt! Ich
höchstens auf meiner Tischdecke. Ja, der Aquaplaning auf der Tischdecke. Wie die Maus drauf ist. Aber warum ist denn hier schon wieder 55? Mann, ich bin gerade auf 60 hoch und dann ist schon wieder 55. Hier ist schon die ganze Zeit 55, aber passt schon. Ja, das habe ich jetzt erst bemerkt. Hm. Ich würde sagen, wieso fährt er eigentlich so schnell? Oh. Es ist windig hier übrigens. Hier auch. Fernlicht einschalten, mir egal, ob ich jetzt die anderen auf der Gegenspur blende oder ne. Ja. Kommt so ein Ford Mustang neben mir angefahren. Und gleich kommt ein Toyota Yaris, oder was ist das? Ein Mittelklassewagen. Das Allergeilste an deutschen Autos ist ja eigentlich die Bezeichnung, die für die meisten Autos ja in der Zulassung dann eingetragen ist. Kombi-Limousine bis zu 8 Personen. Toll. Das steht übrigens auch beim Smart. Okay. Das bis macht... zu 8 Personen im Smart. Ja. Ja, Clowns passen da rein. Ja gut. Möchtet ihr einen makaberen Kommentar dazu hören? Raus. Wann? Wer sagt denn, dass die 8 Personen. Ja. Wer sagt ja, dass die 8 Personen in einem Stück sein müssen? Eben. Oh mein Gott, Alter. Oh, hier ist 50. Ups. Oh. Fucking Auto überlauf, ich meine eine 50 hier. Das sind 80 km/h immer noch, ne? Trotzdem. Es geht mir um die 50. Und der Alarm aus der vorne bewegt sich ohne. Mach hin, mit Weihnachten der Himmel feiern. Unterschalten hier. Können wir den Wert? So, was meint unser unabhängiger Jurist Tobi? Was? Können wir das als Aufreger werten oder nicht? Nee. Okay. Muss ich eigentlich, in welche Richtung muss ich denn? Nach Richtung der Dallas oder Richtung Seattle? Ich verstehe diese Brücke auch nie. Vor allem diese Brücke, ne? Also du musst dich auf die rechte Seite einordnen, Jan. Bremse. Retarder. Bremse mit der Gänse. Denn ich bremse mit der Gänse. Tut den Gänsen das nicht weh? Nein. Dann gibt's doch noch einen schönen Gänsebraten. Neue Erfindung. Die Gänsebremse. So, jetzt pushen wir das Ding ja wieder in Bergen auf und da läuft die Sache. Also dieses Autobahnkreuz, ne, ist eine Katastrophe. Oder wie man eigentlich sagen würde, eine Krux, weil wegen Kreuz und so, ne, ist klar. Fix. Oh, 55. Hey, wir sind wieder 55. Yay. Geile Scheiße. Ach ja. Ich schreibe in aber den. Warum leckt das hier so? Ich schreibe in den, oh in den Titel der Folge mit rein. Wir müssen gleich wahrscheinlich wieder nach links. Weil hier ist Exit. Ah. Hier ist Exit only. Wir können gerade. Ja, doch. Wenn da steht Exit only und du musst geradeaus weiter, würde ich nicht auf dieser Spur weiterfahren, weil das Schild sagt, dass diese Spur dort endet. Just saying. Ich meine, du kannst gerne versuchen, auf genau dieser Spur geradeaus weiterzufahren. Aber ja, es wird nicht funktionieren. Oh ja, bremst mich ab, Baby. Bremst me, Baby, one more time. Oh, richtig smooth hier rum. Smooth. Das ist ehrlich. Oh, nice. So, jetzt kann ich rechts bleiben, okay. Meister, mach mal hier vorne mit ein. Was hast du eigentlich geladen? Radlader.
Ein Radlader, Mama, ein Radlader. Hammer inne hier. Ein bisschen schneller. Muss trotzdem jetzt eins nach links. Zwei nach links, was soll denn der Käse hier? Das ist doch bescheuert. Was? 60 ist hier wieder? Sowas. Tatsache. Da ist ein Tunnel. Oh mein Gott. Wegestation, eine Meile. Hub mal im Tunnel. Wusstet ihr, dass nach jedem Tunnel irgendwann wieder ein Tunnel kommt? Oh mein Gott. Vor dem Tunnel ist nach dem Tunnel. Nach dem Tunnel ist vor dem Tunnel. So, hier ist das Scan-Machine. Ja. Ich muss raus. Ich darf vorbeifahren. Klasse. Aber wir müssen quasi ja trotzdem alle raus, weil, ne, Bypass-Lane und so, ist klar. Ja, wobei hier in diesem Fall wäre es andersrum, aber... Vielleicht muss ja immer der Erste, der vorfährt, muss ja dann raus. Ja, ja. Ja, komm, fahr. Was ist denn nur? Komm, fahr du, der hält an. Oh. Weil er ein gestörter Spasti ist. Mann, ey. Jan drängt sich hinten einfach raus, guckt in den linken Spiegel, sieht auch sehr toll aus. Also, ich habe das eigentlich gemacht, damit du reinfahren kannst. Ich wäre so oder so reingekommen, das ist nicht das Problem. Ja, aber Freundlichkeit. Freundlichkeit. Das, was du gemacht hast, hat mit Freundlichkeit absolut nichts zu tun. Doch, in deine Richtung. Wow, toll, einseitige Freundlichkeit. Das nennt sich auch Hass gegenüber gezielten Personengruppen. Mir doch egal. Ah, ja. Meine Nase läuft. Ach so, apropos meine Nase läuft. Wie waren meine letzten zwei Wochen? Meine letzten zwei Wochen waren scheiße, weil ich habe die letzte Woche war ich quasi, also die vorletzte Woche war ich quasi krank. Und zwar so richtig. Aber nicht Corona, sondern eine Grippe. Eine ganz normale Grippe. Ich glaube, es ist 7 Uhr. Wir können das Licht quasi ausmachen, glaube ich, ne? Oder? Ja, ich lass noch an. Ich fahr mal hier kurz raus, schlaf eine Runde und komm dann irgendwann wieder hinten dran. Das ist in Ordnung. Ich würde sagen, wir den nächsten Parkplatz, den wir finden, können wir ja mal quasi kurz anhalten. Oder sowas in der Art. Die Idee. 60, so. Kurze Babypause. Ein Kürfchen. LOL, was? Habt ihr das gesehen? Nein. Auf der linken Spur, ich müsste es in der Stream-Wiederholung dann gucken, auf der linken Spur ist gerade ein LKW in der Straße versunken. Während dem Fahren, der hat sich durch den Boden durchgebackt. Schreib mal auf, Tobi, Minute 39. In der Aufnahme, beziehungsweise 1 Stunde 6 Minuten im Stream. Okay, das sah wirklich komisch aus. Hast du es in der Streamcam gesehen? Ich hab den Streamcam gesehen. Sehr nice. Hä, wer streamt denn da eigentlich? Also eine Stunde was? Eine Stunde 6 Minuten. Ich schreib's dir mal. Dankeschön. Was ist denn da im Stream-Channel drin?
streamt dann noch jemand oder was? Macht da jemand Werbung für sich oder wie? Ja. Ach! Was ist denn jetzt hier vorne los? Oh, Meister. Die Leute von Overwatch sind live. Wenn ich den jetzt überholen will, schaffe ich das wieder nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. Nicht ohne. Die von TMP waren auch live eben. Aha. Ja, es stürmt wieder draußen. Sagen wir hier. Guest Exit. Alles klar. Wollte ich um die Uhrzeit noch joggen? Manu. Oh man. Ist das idyllisch hier? Herrlich. Achtung, Jeep von links. So, ich bin wieder auf der Autobahn drauf. Sehr gut. Entbindigt. Ja. Muss aber aufpassen, der ist ziemlich günstig. Oder bin ich? Wir müssen da raus. Weiß. Da ist auch gleich eine Raststätte. Das ist perfekt. Wie er meinen Gag ignoriert hat, danke. Ja, der war zu schlecht, um wertgeschätzt zu werden. So, fahren wir hier quasi erstmal rechts. Rechts, um links zu fahren oder sowas in der Art. Wir sind hier, um hier zu sein. Was ist das da? Was ist das da links? Ich fahr mal da nach links, da vorne. Oder hoch links. Weil das ist grau bei mir, da war ich noch nicht. Wieso stehst du dann auf der Geradeausspur? Weil es da vorne auch links nochmal reingeht. Ah. Geht's da überhaupt rein? Ist die andere Frage, die ich mir gerade stelle. Müsste aber. Ich hoffe. Ja, wenn du die Straße weiter runter fährst, dann rechts irgendwann. Ja, ich hoffe. Du, hier machen wir grün hier. Geht doch. Ne. Ich habe einen Aussichtspunkt entdeckt. Das ist sehr schön. Genau deswegen will ich da hinfahren. Da kannst du mit der Aussicht punkten. Haha. Deswegen heißt es Aussichtspunkt. Ach Gott. Pompös, grandios. So. Ja, hier geht's rein. Also eigentlich ist es glaube ich eigentlich die Ausfahrt, aber das ist glaube ich egal. Das ist ein schöner, ziemlich großer Truckstop. Hier ist Big Junction. Damn. Geile Scheiße, Alter. Ich wäre jetzt praktisch bei euch, also vorne, wo wir jetzt geradeaus müssen. Ja, du kommst trotzdem mal rausgefahren, weil ich unterbreche dann quasi hier mal die Aufnahme und also ich teile dann die Folge letzten Endes. Damit die Leute nicht zu lange zu gucken haben. Ja? Okay. Dann können sie quasi in der nächsten Folge weiter gucken. Und das ist, oh, eine atemberaubende Aussicht. Stell mich mal hier hin. So. Wir sind am Ende dieser Folge. Pass auf. Warte doch mal kurz. So. Ja, du bist halt wieder dabei, wenn es gleich weitergeht. Nee, ich bin direkt da. Nein, wir sind am Ende dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Schaut auf Twitch vorbei, wo dieser Stream gelaufen ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und mit weiteren Trinkspielen und so. Dann machen wir das weiter. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.